Gedenke doch an deinen Bund mit uns und lass ihn nicht aufhören. So bittet der Prophet Jeremia im Gebet zu Gott. In Israel herrscht eine große Dürre. Gott spricht es an. Ich sehe, wie ihr Menschen leidet. Ich sehe, wie die Natur leidet. Und dann beschreibt Gott ziemlich frustriert, wie er die Menschen wahrnimmt. Die Menschen, die alles ignorieren, die sich weiterhin von Gott abwenden. Die Propheten haben, die ihnen sagen, es wird schon alles nicht so schlimm werden. Seid getrost, es wird nicht kommen, was ihr befürchtet. Und Gott ist frustriert, dass die Menschen nicht auf ihn hören. Die große Dürre. Auch bei uns haben wir außer Corona noch andere Themen, die uns beschäftigen sollten. Im April hat es so wenig geregnet, wie in kaum einem April jemals zuvor. 2 Jahre in Folge war es sehr trocken und nun ein drittes Jahr in Folge. Die Welt verändert sich und das hat etwas mit uns zu tun. Wie leben wir? Die Corona-Krise, sie hält uns vor Augen, dass sich manches ändern wird, manches ändern muss, bei uns und bei anderen. So ähnlich, wie es der Prophet Jeremia mit Gottes Worten seinem Volk damals gesagt hat. Am Ende seines Gebetes, am Ende seiner Rede, den Menschen gegenüber und Gott gegenüber, da sagt Jeremia dann die Worte, die uns heute durch den Tag begleiten sollen. Gedenke doch an deinen Bund mit uns und lass ihn nicht aufhören. Die Bitte, die er ausspricht, sie ist getragen von der Angst, Gott könnte uns verlassen, und von der Gewissheit zugleich, Gott hält uns die Treue, auch da, wo wir Menschen uns immer wieder abwenden. Und im Wissen, dass Gott bei uns ist, kann Jeremia und können wir den Problemen ins Auge sehen, die vor uns liegen. Wir müssen nicht den Kopf in den Sand stecken, wir müssen nicht eine rosarote Welt uns vorgaukeln. Wir können im Vertrauen auf Gottes Nähe aushalten, was da ist. Im Vertrauen auf Gottes Nähe können wir unseren Lebensweg ändern. Amen. Auf meinen lieben Gott trau ich in Angst und Not. Der kann mich allzeit retten aus Trübsal, Angst und Nöten. Mein Unglück kann er wenden, steht als in seinen Händen. Ob mich mein Sündern ficht, will ich verzagen nicht. Auf Christus will ich bauen und ihm allein vertrauen. Ihm tu ich mich ergeben, im Tod und auch im Leben. Ob mich der Tod nimmt hin, ist Sterben mein Gewinn. Und Christus ist mein Leben, ihm tu ich mich ergeben. Ich sterb heut oder morgen, mein Ziel wird er versorgen. O mein Herr Jesu Christ, der du geduldig bist, für mich am Kreuz gestorben, hast mir das Heil erworben. Auch uns allen zugleiche, das ewig Himmelreiche.
Stund sprech ich aus Herzensgrund. Du wollest selbst uns leiten, Herr Christ, zu allen Zeiten, auf dass wir deinen Namen ewiglich preisen. Amen. Du Gott des Lebens, wir kommen zu dir mit unseren Fragen und Sorgen, mit unseren Zweifeln. Wir bitten dich, schenke uns Augen, die recht sehen, Hände, die begreifen. Wir bitten dich, hilf uns, dir zu vertrauen, wehre unserem Zweifel und lass uns trotz allem glauben. Das bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Amen.